Die Ausweisung von Diplomaten im Zuge der Skripal-Affäre geht weiter. Am Samstag verließen rund 50 Männer, Frauen und Kinder die russische Botschaft in Washington und fuhren mit einem Bus Richtung Flughafen. Unterdessen fuhren vor dem US-Konsulat im russischen St. Petersburg die Umzugswagen vor. Die US-Flagge wurde abgenommen. Moskau hatte die Schließung angeordnet, nachdem Washington die Schließung des russischen Konsulats in Seattle verfügt hatte. Hintergrund des diplomatischen Streits ist der Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergei Skripal und dessen Tochter Julia in Großbritannien. Die Regierung in London macht Moskau für das Attentat verantwortlich. Russland bestreitet die Vorwürfe. Wegen des Vorfalls verfügten mehr als 20 Länder, darunter neben Großbritannien auch die USA und Deutschland, die Ausweisung russischer Diplomaten. Als Reaktion wies auch Russland Dutzende Diplomaten aus.